Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bei uns ist live Erik Holm, Bundestagsabgeordneter. Wir sprechen aber gleich über etwas ganz anderes. Wir hatten eigentlich auch Robert Sesselmann, den Landrat des Landkreises Sonnberg, der neulich die Wahl zum Landrat gewonnen hat, angefragt. Er hat uns gesagt, er hätte kein Interesse an einem Interview. Er war ein Wahlgewinner, Sie waren ein Wahlverlierer. Sie sind angetreten um den OB, Oberbürgermeisterposten in Schwerin, haben verloren, waren aber trotzdem in diesem Wahlkampf aktiv, im Kommunalwahlkampf in Schwerin. Was braucht es denn für eine gute Kommunalpolitik? Nicht nur für die AfD, sondern überhaupt, was ist da wichtig? Ja, also erstmal ist mir natürlich wichtig, dass wir die Wahl in Schwerin nicht verloren haben. In der roten Verwaltungsstadt für Schwerin ein Drittel der Stimmen zu holen, das war schon ein Ausrufezeichen. Und eine Woche später hat der Robert Sesselmann das dann klar gemacht mit dem Landratsamt in Thüringen, wozu man nur herzlich gratulieren kann. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir auf kommunaler Ebene weiterkommen, dass wir dort auch in Verantwortung gelangen. Wir sind ja jetzt in der zweiten Dekade unserer Entwicklung und wir müssen jetzt in Regierungsverantwortung hineinwachsen. Wir haben als Protestpartei begonnen, wie das bei vielen Parteien in ihrer Entwicklung so ist. Und dann muss man in die Schuhe hereinwachsen, in den Parlamentarismus. Und das muss naturgegeben erstmal auf der kommunalen Ebene passieren. Wir haben auch im nächsten Jahr vorwiegend im Osten Kommunalwahlen. Und die bereiten wir jetzt sehr akribisch vor. Und deswegen sind solche Ausrufezeichen wie von Robert Sesselmann natürlich sehr, sehr wichtig. Kommunal gibt es ja eine Zusammenarbeit. Da ist ja dieses Parteiproporzdenken und dieses parteischienenartige Denken gar nicht so verhaftet. Also man kennt sich vor Ort in den kleinen Gemeinden, in den Städten untereinander und weiß, was man von dem anderen zu halten hat. Und deswegen redet man ganz anders miteinander. Und beispielsweise haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit anderen Fraktionen in der Bürgerschaft in Stralsund einen Anti-Gender-Antrag durchbekommen. Es passiert überall in der Republik auf der kleinen Ebene und das ist wichtig. Jetzt sagen Sie zu Recht, also Oberbürgermeister, Landrat, das sind ja Verwaltungschefs, das eignet sich nicht für politische Saalschlachten. Nur wenn man jetzt die Reaktion gehört hat hier auf dem Parteitag, wird das eigentlich als Sieg der AfD, als parteipolitischer Sieg der AfD bezeichnet, den Bürgermeister in Sachsen-Anhalt, den Landrat in Thüringen. Es kamen Herr Chrupalla und Herr Höcke und Herr Brandner zur Siegesfeier nach Sonneberg in Thüringen. Das ist bei anderen Parteien unvorstellbar, dass Friedrich Merz oder Olaf Scholz bei einer Landratswahl auftaucht. Das heißt, die Partei hat das sehr stark auf ihre parteipolitischen Fahnen geschrieben. Also es geht nicht nur um Kommunalpolitik. Naja, es ist das erste Mal, dass wir einen solchen Erfolg hingelegt haben gegen alle Widerstände, die wir in diesem Land erleben von allen anderen Kartellparteien. Und da ist es doch klar, dass wir natürlich froh sind, dass dieser Durchbruch das erste Mal geschafft ist. Der Damm ist da gewissermaßen gebrochen. Wir haben absolute Mehrheiten an Stimmen generiert. Das ist das erste Mal, dass wir so weit gekommen sind. Das ist also ein riesengroßer Erfolg für uns. Und das ist natürlich wegweisend, wenn wir weiter gestalten wollen. Wir sehen uns ja in der Aufstellung als Volkspartei. Und wenn wir diese Aufstellung haben, dann wollen wir danach Mehrheiten irgendwann generieren. In dem Zusammenhang war es natürlich auch interessant, dass Herr Merz sich so geäußert hat, wie er sich geäußert hat, weil das, glaube ich, wichtig ist. Und die Bürger erwarten auch eine konstruktive Zusammenarbeit. Spüren Sie denn die Brandmauer in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin? Ja, es gibt die Brandmauer natürlich auf den oberen Ebenen, sage ich mal, sowohl im Landtag als auch im Bundestag, wobei hinter den Kulissen auch vernünftige Gespräche geführt werden. Gerade in der Union ist es ja zu spüren, dass viele mit dem Linkskurs, der mit Frau Merkel eingesetzt hat, sehr, sehr viele unzufrieden sind. Aber es ist eine sehr heterogene Gemengelage ganz offensichtlich in der Union. Und Herr Merz hätte meines Erachtens da als Vorsitzender auch mehr Schmackes reinlegen müssen und nicht nach einem halben Tag umkippen müssen. Er muss die Union konservativer positionieren, sonst bleibt er in der Geiselhaft der Linken und der Grünen. Das ist, glaube ich, gefährlich für die Union. Wir müssen das Interview etwas abkürzen, weil jetzt ein ganz wichtiges Thema auf dem Parteitag besprochen wird. Live Erik Holm von der AfD-Bundestagsfraktion. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.